Herzlich willkommen zurück zu Shameless. Zusammengepackt ist natürlich meine Möglichkeit. Wir müssen alle Fälle hier raus. Letzten Part haben wir ja zugesichert, dass wir den kleinen helfen. Immer. Team. Gut. So, Zähne gekratzt. Mein Knie. Alter, das ist riesig. Leck mich fett. Oh, da unten ist ein neuer Gegner. Ich muss darüber. Du willst, ich kämpfe mit dem. Okay. Okay, das ist quasi wie ein Golem. Alter, leck mich fett. Okay, die Gegner haben schon ein bisschen... Die haben schon ein bisschen was drauf, ey. Da kannst du sagen, was du willst. Wo ist er da unten? Okay. Oh, das ist ein Mensch. Seid gegrüßt! Willkommen in meine wundervollen Welt der Tiere. Mein Name ist Itzus. Man nennt mich den Zooverwalter. Nun ja, ich würde gerne so genannt werden. Diese Welt beheimatet unzählige Kreaturen. Und ich will sie alle haben. Damit ich sie in meinen eigenen Verfahren so zeigen kann. Damit ich sie in meinem eigenen fahrenden Zoo zeigen kann. Ah, okay. Stellt euch vor, in diesem Dorf, in jeder Ortschaft, in jeder Stadt, auf der ganzen Welt, bestünde die Möglichkeit, all diese Kreaturen zu beobachten, zu bestaunen, zu erforschen. Eine unglaubliche Verfahren, nicht wahr? Nun, was meint ihr? Wie fändet ihr es, mir dabei zu helfen, meine Zoo mit Kreaturen zu füllen? Wäre da nicht später eine Herausforderung für euch? Wie können wir da Nein sagen? Fantastisch. Ich habe euch schon meinen Enkel gefragt, ob er will lieber mit den Nachbarskindern spielen. Zum Glück habe ich jetzt euch. Ihr müsst einige Kreaturen verschiedene Spezies für mich fangen. Zumindest einmal zwei Pullis, ihr findet sie im Wald Pullis. Nun ja, wo sonst? Der Name sagt ja alles. Behalte die Augen offen, Pullis sind so klitzeklein, dass man sie fast übersieht. Dann brauche ich einige Schweinsöhrchen zu tummeln, die liebsten im Wald da eben herum. Sie sind sehr flink, aber wenn ihr wachsam genug seid, könnt ihr sie erwischen. Und sie machen manchmal in der Nähe Wasserquellen oder bei ihm halt, um sich auszuruhen. Und zu guter Letzt brauche ich ein paar Stachelläufer. Sie sind zum leichtesten zu erwischen. Warum? Weil sie langsam sind. Richtig langsam. Also würdest du die ganze Zeit schlafen. Ihr Lebensraum ist die Ebene. Gutes Gelingen. Die Jagdsaison ist eröffnet. Geht nun zum Entdeckungstour und sieht euch die Welt mit neuen Augen an. Wahrscheinlich eine Welt der Wunder. Ich will die Karte aufmachen, Bitch. Ich will die Karte aufmachen.
Also, wer der Mauszeiger sind, ich spiele nicht mit Maus, ich spiele mit Controller. Aber... ja. Das sind so Daten. Ich muss da hoch. Dann kann ich auch noch umlaufen. Cool, ich bleib mich bei mir an. Ich steck gar nicht mehr rum. Eine Stadt, die voll in der Belagerung ist. Okay. Cool. Nice, gefällt mir. Ich hätte nicht so, als könnte ich in die Häuser rein. Ihr werdet angelogen. Es ist nicht so, wie ihr denkt. Ich bin derjenige, der den Horizont von seinem Traum aus betrachtet. Hier Leute sagen, ich sei verrückt, aber sie haben Unrecht. Ich bin mir dessen bewusst. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich verrückt bin. Also kann ich nicht verrückt sein. Alles. Oh, die ganzen Leute. Was ist denn das? Achso, eine Blume. Oh, muss ich mit den ganzen Leuten reden? Wohin? Nice. Kaufen. Ah! Oh, ich bin so behindert. Ich war verkaufen. Ich habe jetzt mein Stirnband verkauft, was mir... Ich sehe, dass du... Wie konnte Silindros mit mir das antun, dieser gemeine Schuft? Warum er dich nach Schmiede alleine arbeiten lässt? Ist doch legitim, oder? Frick, mein Instrument wird bald so abgenutzt sein, dass man nicht mehr drauf spielen kann. Hinausbegeben. Sinus, dieser gemeine Hund, wird in der Ruin treiben. Okay, es hat irgendwas mit Sinitros auf sich zu haben. Vor mehreren Elementzyklen hat ein großer König geherrscht auf Urzeugen, allerdings nur seine Ruinen. Okay, wir gehen mal hier rüber. Ach, da ist er ja, Sinitros.
Seid ihr wegen des Auftrages gekommen? Endlich jemand, der sich für die Belangen eines Handwerkers interessiert. Die Leute hier jammern hier rum. Schön und gut, dass er hilft. Er Hilfe braucht. Aber was hat er je für uns getan? Warum geht das doch gar nicht? Geht doch gar nicht. Menhiros sind gefährliche Kreaturen. Diese hier dürfen außerdem ein hübsches Sümmchen einbringen. Ich merke schon, wir verstehen uns. Ich sage euch, was ich diesmal über dieses Monster weiß. Er hat einen außergewöhnlichen Körper, weswegen es sich gerne an falschen Plätzen aufhält. Fraust vorzugsweise im Schatten, da er sehr schwer ist, hinterlässt er natürlich erkennbare Spuren. Diamantus. Okay. Das sind die guten Diamantus. So, gehen wir wieder raus. Seid ihr Söldner? Den Auftrag interessiert sich. In den letzten Wochen sind mehrere Kampierjägerspuren verschwunden. Außerdem wurde eine Frau nicht weit vom Nest entfernt gesichtet. Die Folgen daraus, dass diese Frau die Kamparis beschützt, indem sie die Jäger tötet. Leider kann ich es mir derzeit nicht erlauben, einige meiner Soldaten für diese Sache aufzustellen. Deswegen ruhen meine Hoffnungen auf billigen Helfer außerhalb der Armee. Es sollte nicht allzu schwierig sein, diese Frau zu finden. Geht einfach auf Campari-Jagd, dann wirst du vermutlich euch finden. Zeug verkaufen, Stuff. Rote, da muss ich hin. Walter Pius, da muss ich auch hin. Gehen wir erstmal zum Wald, würde ich sagen, ne? Alter, was für ein Bastard. Alter, der zieht, leck mich fett. Böse. Komm mal, lass uns. Fuck, zu früh. Okay, der Schwierigkeitsgrad ist definitiv gestiegen. Okay,
Nahkampf, Baby. Richtig geil. Blendet. Heilung. Und ich habe sogar eine Herausforderung. Ein neues Ding gekriegt. Mega geil. Was kann ich jetzt gerne gucken? Charakter. Geblendete Heilung hier. Ein Sturm. Mal kurz zurück. Du kriegst die. So, Heilung kriegt er auf alle Fälle mit. Wir wollen ja in den Wald rein. Oh, ich kann hier nicht rein, ich muss vorne rein. Oh, wieder so ein großer. Nee. Nicht jetzt, nicht heute. Haha, seid ihr neu hier in der Gegend, oder? Sagt mal, habt ihr Interesse an leicht verdienten Zöllne? Wir verdienen hier ehrlichen Lohn für ehrliche Arbeit, gut bezahlte Arbeit. Das wäre auch was für uns. Wer kann schon Nein sagen, wenn es um ehrliche Arbeit eines netten Sümmchens zu verdienen gibt? Ha, wusste ich doch, ihr seid klein. Aber oho, ihr seid. Ihr wisst, wann man eine gute Gelegenheit beim Schopf packen sollte. Hörzu. Die Sache ist ganz einfach. Wir sind Purjäger. Erst fangen wir sie ein, dann mästen wir sie und dann verkaufen wir sie. Das Geschäft läuft gut, das kann ich auch sagen. Wir sind reich. Jeder will einen süßen, fetten Pui haben. Wir müssen einfach nur 6 junge Puis fangen und dazu bewerkstelligen könnt ihr 4 Fallen aktivieren. Ich schicke dann einen meiner Jungs und dann eingefangene Puis einzusammeln. Ihr könnt euch euch den ausgewachsenen Pui nähern und sie dann betäuben. Die fressen gerne Brot. Das war alles an die Arbeit. Da oben ist ein Ausgewachsener.
Du musst hier unbedingt die Pose sein. Clever. Tausend. Leck mich. Gibt's hier irgendwo daneben? Das ist ein ausgewachsener. Gleich schon so. Ganz leise. Ganz leise. Der Sigurd? Alter. So, das Maul ausgewachsen und die Mutter mal hin. So, der pennt. Der pennt. So, mal gucken. Ihr habt euch eine Ernte redlich verdient. Hier ist das für euch. Ich schätze mal, wir werden in Zukunft häufiger Geschäfte machen. Das geht. Da wir uns jetzt schon besser kennen, könnten wir unsere Geschäftsbeziehung doch ein bisschen ausbauen, wenn ihr. Ich schlage euch als nächstes Hop oder Top vor. Bringt mir einen richtigen Fisch, also im übertragenen Sinne. Haha. Und zwar einen reinrassigen, fetten Kui. Na, wie sieht's aus? Ihr könnt nicht erzählen, dass ihr nicht verlockend findet. Hop oder Top, man muss auch mal was riskieren. Na also, sehen Siegertypen aus. Hört zu. So schwer ist das eigentlich nicht. Aber irgendwie schaffen wir es nicht, in den Bau der Puis hineinzugehen. Ihr seht clever aus. Bestimmt findet ihr eine Lösung, dürfen wir euch zuschauen. Ach ja, der Eingang zu ihrem Bau ist eigentlich gleich dort drüben, aber wir haben keine Ahnung, wie die große Vorrichtung dort funktioniert. So, wir haben eine neue Disziplin gekriegt. Das ist doch nett. Was hast denn du eigentlich? Thank you.
Okay, der hat 2 Wasserangriffe. Was hast du eigentlich noch? Achso, Erde. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Ja gut, ne? Wieder ein Heilangriff, ne? Das sind so geil. Hat er ja schon. Ach, das ist ja. Ja gut, ne? Da würde ich doch mal eiskalt sorgen. Machen wir noch Platz hier. Autsch, das ist. Los, kleiner Mensch. Los, tritt. Los! Den Scheiß ernst. Ich wollte eigentlich gerade den Part beenden, Bitch. Wie könnt ihr es wagen? Diese unschuldigen Camparis sind Teil einer Ökosystem und ihr habt kein Recht, es zu stören. Ihr werdet meine Zorn spüren bekommen. Ja, nee, ist klar! Ah!
blöde Bitch! Mann, jetzt verreck doch mal! Du Slut! Na los jetzt! Mein Herz ist kurz stehen geblieben, Alter. Schwerfällige Heilung, Herausforderung geschafft. Ich bin erledigt, aber Mutter Natur wird mich rächen. So komplett fertig. Irgendwo hier soll Shiro sein. Dahinter wahrscheinlich. Der hat 3 auf dem Kopf. Schiebisch. Wischt. Eine weiche Feder. Das ist ja auch. Ja gut, ich würde sagen, beende ich den Part an der Stelle. Bevor noch irgendwas passiert. In dem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht euch was Sinnvolles. Bis zum nächsten Mal bei Scheinless mit Samkamikaze, meine Wenigkeit. Und macht irgendwas Sinnvolles. Yay. Yeah.